Straße war für mich eine total tolle Idee, als ich das erste Mal gehört habe im Stadtteil. Und ich war während der Altonale zusammen, um gemeinsam was Kreatives zu starten. Diese vernetzten Messungsgedanken, dass vielleicht so Seile von Fenster zu Fenster über die Straße hinweg gespannt werden, dass man da Dinge dran entlang zieht und was auch immer, dass Stühle von den Fenstern rausgehängt werden und die dann vielleicht abgeseilt werden und man die sich wieder nehmen kann und sich draufsetzen kann. Und ich finde die Idee großartig, weil ich lebe hier seit 12 Jahren und das erste Mal findet wirklich so eine Art Netzwerk statt im Rahmen der Altonale. Ich finde es super. Ich hoffe, es war toll, es wird ein Erfolg. Es war mal eine Straße, die los war, wo viele Leute durchgelaufen sind, wo buntes Leben war. Und war für mich eine sehr schöne Straße, die auf jeden Fall der Altonale gehört und das Leben hier auch ein bisschen prägt. Ich wohne jetzt seit einem dreieinhalb Jahr ungefähr hier und ich finde das Projekt super. Ich habe jetzt lange noch gerade erst erfahren davon, dass hier das Treffen ist. Und ich finde das total spitze, einmal die Anwohner kennenzulernen und auch gemeinsam mal was zu organisieren und zu machen. Untereinander kennenzulernen. Es gibt wenig Orte, die so atmosphärisch sind wie die Stürmerstraße. Wir haben hier auch ganz tolle Leute getroffen, die sind enorm engagiert und wir versuchen, es gibt sehr viele Ideen und wir versuchen, diese Ideen einordnen und so, dass daraus eine Aktion entsteht, also die geschlossene Aktion mit Anfang und Ende, wenn es uns gelingt zusammen.